Here comes the sun, da 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 da. Here comes the sun, I say, it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, da 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 da. Here comes the sun, and I say, it's alright. Little darling, the smile's returning to the faces. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, da 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 da. Here comes the sun, and I say, it's alright. Slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun, da 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 da. Here comes the sun, and I say, it's alright. Here comes the sun, da 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 da. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Herzlich willkommen zum Osterkonzert. Herzlich willkommen hier im Internet. Herzlich willkommen beim Duo Stile Ducaccio. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Vanya Janiva. Einige von euch kennen sie ja schon. Sie hat beim ersten Song mitgesungen und sie wird uns später auch nochmal begleiten und ja, solistisch auch auftauchen. Wir freuen uns immer ganz sehr, mit ihr Musik machen zu dürfen. Heute werdet ihr viele Gäste erwarten. Es ist ein besonderes Konzert, es ist ein besonderes Fest, Ostern. Und wir hatten ja die Umfrage am Anfang oder vor einigen Wochen, welche Ostersongs gibt's und welche Ostersongs kennt ihr? Wir kannten keine, ihr kanntet auch nicht so viele. Das hat uns nicht überrascht, weil es gibt nicht so viele Ostersongs, aber wir haben trotzdem viel vorbereitet und wir haben jetzt ein Stück, was ganz neu ist, oder? Ja, das muss man sagen. Also ich glaube, unser jetziges Jahr, Stand jetzt, ist sehr schnell zusammengefasst. Ja. Wir waren nämlich die meiste Zeit natürlich mit unseren Kindern und auch wir zwei zusammen. Ja? Und wir haben die Zeit genutzt. Im Studio. Im Studio, ja. Und haben ganz viel neue Musik geschrieben. Und das Schöne am Duo ist ja, dass das meiste von den Instrumenten erzählt wird. Und nach wie vor gilt, eure Fantasie sind unsere Texte. Deshalb hat dieses Stück noch keinen Namen. Mhm. Aber es ist trotzdem wunderschön und hat schon jetzt für mich, trägt es so eine Erinnerung in sich, schon von diesem Jahr. Gefühle sind abgespeichert mit diesem Song und den würden wir euch gern vorstellen. Viel Spaß. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Thank you.
Das nächste Stück, Freunde, ist, finde ich, das Lied des Frühjahrs. Ja? Nachdem wir ja so ein bisschen gescheitert sind auf der Suche nach wirklichen Ostersongs, wurde uns natürlich klar, okay, was bedeutet Ostern noch? Und das ist das Frühjahr. Die Knospen fangen an zu blühen, die Natur wird grün. Das Leben wird wieder ein bisschen leichter, ja. Die Sonne kommt raus. Also ist das auch ein Frühlingskonzert, ja. Und ich fühle mich so ein bisschen wie bei Florian Silbereisen gerade. Meine Oma wollte das ja für mich. Also irgendwas hat abgefärbt, natürlich. Ich finde es super. So, und Antonio, jetzt sag doch mal, welcher Song könnte das sein? Es ist ein Stück, welches durch Manfred Krug bekannt geworden ist. Besonders im Osten von Amiga-Platten kannte man den Song. Ja. Er heißt »Wenn's draußen grün wird«. Von Manfred Krug. Viel Spaß. Wenn's draußen grün wird, fällt mir nur noch Liebe ein. Es kommt über mich und bricht mir das Herz. Mag Sonne scheinen oder mag es trübe sein. Ein Gefühl zwischen Freude und Schmerz. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist nicht nur ein heines Herz, Liebe aufgegangen. Gaga an den Trumps, herzlich willkommen. Draußen bunt wird, dann wird mir so gut zum Mut. Und auch jeder Blume, jedem Getier. Dann steigt der Saft in Bäume und auch uns im Blut. Dann muss ich zu dir und du musst zu mir.
wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen. Da ist nicht nur ein reines Herz Liebe aufgegangen. Wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist nicht nur ein heines Herz Liebe aufgegangen. Wenn's draußen bunt wird, dann wird mir so gut zumut, und auch jeder Blume, jedem Getier. Dann steigt der Saft in Bäume und auch uns ins Blut. Dann muss ich zu dir und du musst zu mir. Komm an, Gaga! Nur 6 Tage sind der Arbeit, doch am 7. sollst du ruhen, sprach der Herrgott, doch wir haben auch am 7. Tage zu tun. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein, weiter brauch ich nichts zum Glücklichsein. Wochenend und Sonnenschein, über uns die Lerche zieht, sie singt genau wie wir ein Lied. Alle Vöglein stimmen fröhlich ein, Wochenend und Sonnenschein. Kein Auto, keine Chaussee und niemand in unserer Nähe. Tief im Wald nur ich und du, der Herrgott drückt dein Auge zu, denn er schenkt uns ja zum Glücklichsein. Wochenend und Sonnenschein. Weder Tonfilm noch Theater, uns wird auch kein 5 Uhr Tee. Wo wir hingehen, ist es schöner und es kostet nicht mal Entree. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein, weiter brauch ich nichts zum Glücklichsein. Wochenend und Sonnenschein, über uns die Lerche zieht, sie singt genau wie wir ein Lied. Alle Vöglein stimmen fröhlich ein, Wochenend und Sonnenschein. Kein Auto, keine Chaussee und niemand in unserer Nähe. Tief im Wald nur ich und du, der Herrgott drückt dein Auge zu, denn er schenkt uns ja zum Glücklichsein. Wochenend und Schüttelei, Gaga! Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein, weiter brauch ich nichts zum Glücklichsein. Wochenend und Schüttelei. Gaga, herzlichen Dank, dass du dich für diesen Spaß bereit erklärt hast. Du bist wirklich ein großartiger Schüttelei-Spieler, aber generell ein guter Freund, ein toller Musiker. Ja. Schön, dich hier in Leipzig zu haben. Vielen Dank, Dominik Ehlert. Ich glaube, ich habe dich noch nie so genannt, aber damit die Leute auch wissen, wie du heißt. Dominik Ehlert am Schlagzeug und Schüttelei. Dankeschön. Ihr Lieben, haut rein. Schön war's. Es war mir ein Fest mit euch. Dicke Küsse. Wir kommen zum nächsten Programmpunkt, kann man eher sagen. Es ist kein Stück, was wir jetzt performen werden, sondern wir haben einen wunderbaren Gast, welcher ein alter Kollege von uns beiden ist. Weggefährte aus Leipziger Tagen und Zeiten. Ebenso Pianist, ganz wunderbar, und hat hier früher einen Club gegründet, zusammen mit einem Freund und mit einem Team. Der Club heißt das
Horns Erben oder heißt Horns Erben. Ja. Und jetzt hat er eine wirklich coole Sache am Start. Er ist sozusagen aus Leipzig rausgezogen in den Altenburger Raum. Ja. Was macht er da? Das wird er euch gleich erzählen. Also das Schöne ist aber, wir waren im letzten Jahr auf unserer Wohnmobiltour bei ihm und haben das auch dieses Jahr wieder vor, wenn es möglich ist. Und wir wollen einfach euch Robert Herrmann, diesen Menschen und diesen Ort ein bisschen näher bringen und vorstellen, weil wir es unglaublich schön finden, was er dort auf die Beine stellt. Er braucht Support und wir haben ihn sozusagen virtuell besucht auf seiner Baustelle. Ja, aber hier, guck mal, das ist super fett breit. Da kannst du eine ganze Big Band draufstellen. Ja. Und ansonsten hätten wir nicht diesen mega schönen Blick. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier sehen kann. Hier so runter in die noch karge Landschaft. Und hier unten liegen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, in diesen Paletten. Ja. Da liegen 100 Jahre alte Bieberschwanzziegel. Robert, cool. wir wollen so ein bisschen deinen Hof den Menschen näher bringen. Wir haben dich ja letztes Jahr besucht auf unserer Wohnmobiltour. Und sind dann nach Kleinmecker gereist. Für uns war das natürlich ein bisschen eine spezielle Fahrt, weil wir uns erstmal dreimal verfahren haben und dann sind wir plötzlich an einem Hof vorbeigekommen, wo sonst drumherum eigentlich fast gar nichts war. Und hat sich so ein bisschen angefühlt, als wären wir in ein Kloster gefahren. Wie alt ist denn dieser Ort dort? Er war wirklich so. Ja, das ist ja auch mein Eindruck gewesen, als ich das erste Mal hier war, vielleicht so ähnlich. Der Eindruck kommt daher, weil hier halt über 700 Jahre sozusagen die Zeit fast stehen geblieben ist. Aber hier ist es halt sozusagen dünn besiedelt geblieben, obwohl drumherum halt alles ganz normale und auch nicht so gute geschehen ist, Straße, Gewerbegebiet und so weiter und so fort, aber hier halt nicht. Und das macht den Ort so besonders, dass hier halt sozusagen die Felder und die sogenannte Kulturlandschaft halt noch wahrnehmbar sind, so wie sie vor 700 Jahren eben auch waren. Wie können abgelegene Dörfer mit Kreativität und Gemeinschaft gefüllt werden? Kann ein verfallener Hof fernab der Städte zu einem Leuchtturm für die Region werden? Diese Menschen glauben daran. Wir sind im Osten Thüringens, im Altenburger Land. In dieser besonderen Kulturlandschaft findet sich ein Kleinod ländlicher Baukunst. Hier in Kleinmecker findet man ein bauliches Ensemble, das es so in Deutschland kaum noch gibt. Einen Bauernweiler aus drei Gehöften inmitten von Feldern. Die Herren auf diesem Hof waren über Generationen wohlhabende Bauern. Bis heute sind die Gebäude ein Zeugnis ländlicher Bau- und Lebenskultur. Vor 3 Jahren waren wir hier und es ist sozusagen, ich sage wir, weil es eine Initiative ist. Am Anfang war ich alleine, mittlerweile mit vielen Freunden und Helfern gesegnet. Und 3 Jahre nach Beginn dieses Projekts oder dieser Idee, kann man sagen, wir haben den Ort schon mal gerettet. Also ich glaube, von jetzt an wird es nicht mehr gefährlich, dass uns irgendwas zusammenfällt. Alles, was zusammenfallen wollte, ist zusammengefallen. Also wir haben dieses Jahr enorm viel vor und wir haben ja von Anbeginn an gesagt, dieser Ort soll kulturell vielfältig belebt sein. Deswegen wart auch ihr hier und parallel dazu wird gebaut. Wir sind auch total happy, weil wir sind Neulandgewinner von der Robert-Bosch-Stiftung. Das heißt, Pilotprojektmäßig oder sozusagen Ostdeutschland-Projekte, die im Ländlichen sich irgendwie bemühen, Dinge auch positiv zu verändern. Ein Projekt davon sind wir und wurden dafür ausgewählt, sozusagen auch gefördert zu werden mit kultureller Aktivität und Bildung. Wir wollen auch so ein bisschen hier das Thema Lehm, hier über mir ist es, wieder so ein bisschen näher bringen. Und das Ganze eigentlich in so einem Ansatz quasi in der Küche. Die Zutat ist auch die Kultur, die Musik und querbeet, was weiß ich. Ich will gerne mal hier ein Streichquartett haben. Ich will wissen, wie das klingt, weil der Hof so eine tolle Akustik hat. Ja. Und ja, also diese ganzen Themen mit Umwelt und wie wollen wir leben mit den Baumaterialien, Ressourcenschonung und so weiter und auch Bescheidenheit irgendwie. Ja, das ist es eigentlich. Ne? Das sind die Fragen unserer Zeit. Und ich glaube, wir treffen da auch einen Nerv und wir wollen es uns auch gut gehen lassen hier. Ja, deswegen haben wir dich auch dabei, weil du wirklich einen Nerv triffst und wir uns da verbunden fühlen, weil wir erstens ja ein bisschen auch aus dieser Region kommen. Zwickau, Saschas Heimat, ist nicht so weit weg.
Genau. Und wir kennen diese Baustrukturen auch selber und man fährt vorbei und findet das natürlich viel schöner und hat viel mehr Geschichte und hat was mit unseren Biografien irgendwie und Wurzeln trotzdem zu tun, mehr als eben der McDonald's. Und deshalb freuen wir uns, wir werden dich wieder besuchen kommen. Okay, dann drücken wir die Daumen und hoffen, dass wir uns dann sehen können. Alles Gute dir. Danke euch und bleibt so gelassen und musikalisch vital. Wir kommen nun zum nächsten Stück und zum nächsten Gast. Ja. Neben Vanya, neben Gaga und neben Robert Herrmann gibt es natürlich noch andere Musiker, die uns schon viele Jahre begleiten. Ja. Und ihr seid auch als Duo miteinander unterwegs. Ja. Herzlich willkommen, Max Prosa. Hallo. Hallo ins Duo. Schön, dass du da bist. Wir haben vor vielen, vielen Jahren schon miteinander eine Art Jazz-Trio gehabt, kann man sagen, und haben damals im Plauner Theater eine kleine EP aufgenommen. Mhm. Und irgendwann ist es, glaube ich, Max auf seinen Festplatten mal begegnet wieder. Damals war für uns alle eine turbulente Zeit, es ist viel Musik rausgekommen. Max hatte so seine erste Platte, die Fantasie wird siegen, ein wunderschönes Album rausgebracht und es ging beinahe unter und wir sind auf diesen Schatz nachträglich eigentlich, kann man sagen, gestoßen. Auf diese Aufnahmen. Auf diese Aufnahmen, genau. Und im letzten Jahr erschien dann diese EP Max Prosa und du, Stila Lucacio, die Plauen Sessions. Und wir würden gern ein Stück spielen, was eben auch auf dieser kleinen EP, ihr könnt es zum Beispiel auf Spotify hören, überall letztendlich, kann man das hören und kaufen, würden wir gern davon ein Stück spielen, nämlich Solange ich darf. Max, viel Spaß, wir freuen uns, dass du dabei bist, Solange ich darf. In endlos langen Morgenstunden taste ich nach dir, nur um deinen Mund zu finden, nah und neben mir. Und du stillst den großen Hunger schlicht mit Sinnlichkeit. So stark und langsam, deine Liebe bricht den Geist der Zeit. Und als wir nur noch schweigen konnten, war es so, als wärst du schon immer hier. Such nicht länger nach dem einen, der dich liebt, der steht vor dir. Fenster zieht der Tag vorüber, wir tanzen so dahin. Düster lächelnd, denn wir sehen einen verborgenen Sinn. Und roter Wein bringt die Gedanken auf eine andere Bahn. Nochmals taumeln wir und wanken im vertrauten Wahn. Und als wir nur noch schweigen konnten, war es so, als wärst du schon immer hier. Such nicht länger nach dem einen, der dich liebt, der steht vor dir. Hier, vor dir. Das, was wir zu tun vergaßen, schwarze Schatten warf, sitz ich hier auf unser Lichtung,
ich warte auf dich, solange ich darf, solange ich darf, ich warte auf dich, solange ich darf. Yes, danke euch und viel Spaß noch. Sascha, das nächste Stück ist eine Jugendsünde, würde ich, ah, Jugendsünde ist das falsche Wort, aber es ist ein Stück aus unserer Kindheit, gefühlt schon fast. Ja. Es ist 10 Jahre alt. Es ist eins der Stücke, die wir früher viel gespielt haben und viele Jahre nicht mehr gespielt haben. Ja. Es heißt Hallo Frühling. Ich kann mich noch erinnern, wie wir das in Plauen in deiner ehemaligen Musikschule geschrieben haben. Stimmt, ja. Im Zimmer, wo ich früher klassischen Klavierunterricht hatte. Genau, das war die Muse. Ho, 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 ho. Da wurde dir klar, dass du einen Stieler brauchst. Mir wurde klar, dass ich kein klassischer Pianist werde. Ich habe mir ein Instrument gesucht, was ein bisschen komplizierter ist. Ich habe mir ein Instrument gesucht, was ein bisschen schwerer aussieht, aber viel einfacher ist zu spielen. Richtig. Saxophon ist wirklich einfach übelst einfach. Man muss nur reinpusten und die Klappen drücken. Ja, es ist auch wirklich ein komisches Instrument, aber du kannst es wirklich gut spielen, finde ich. Das hättest du jetzt nicht nochmal sagen müssen, aber ich freue mich natürlich sehr. Ich nehme dieses Lob gerne an und lasst uns doch zusammen das Stück spielen. Also ihr nicht, sondern ihr hört zu, wir spielen es für euch. Ja. Viel Spaß mit einem Stück, was nun 10 Jahre alt ist. Viel Spaß mit Hallo Frühling. Thank you.
nach unserem alten Klassiker Hallo Frühling wollen wir nun wieder Vanja Janeva begrüßen. Hallo Vanja! Hallo! Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wer dich noch nicht kennt, du bist eine wundervolle und wunderbare Sängerin aus Berlin. Und wir haben schon jetzt inzwischen einiges miteinander gemacht. Du warst zum Beispiel beim Duo-Valentinstags-Konzert mit dabei. Wir haben unter anderem einen Song zusammen veröffentlicht, Galaxies and Haze. Und wir zwei freuen uns immer, wenn du mit dabei bist. In diesem Fall konntest du dir einen Song wünschen, den du mit uns spielen wolltest. Welcher Song war das denn? Das war Just the Way You Are von Billy Joel. Wunderbar. Ja. Lass uns den noch einfach zusammen singen, oder? Sehr gerne. Ich widme den Song meinem Papa, weil wir haben das jahrelang zusammen gesungen, dieses Stück. Und ja, deswegen habe ich ihn ausgesucht. Viel Spaß. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I will not leave you in time of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I take the bad times, I take it just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. I never want to work that hard. Just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I knew. Take till you believe in me the way that I believe in you. Oh, I said I love you, that's forever, and this I promise from the heart. Thank you.
just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein, fürs Mitsingen, fürs Mittanzen, fürs Mitfiebern, fürs Unterstützen. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. So eine Art virtuelles Ticket per PayPal. Unser Konto heißt job@egolaut.de oder ganz altmodisch per Bankverbindung. Die ganzen Infos dazu findet ihr unten bei der Beschreibung vom YouTube-Link. Ja, wir danken euch ganz sehr auch für eure Unterstützung. Das hilft uns ganz, ganz sehr. Wir schauen mal, wie das Jahr weitergeht. Eigentlich wollen wir im Juni einige Konzerte geben und im Sommer auch die Wohnmobiltour und im Winter wieder. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Ich möchte mich ganz herzlich nochmal im Namen von uns beiden bei unseren Gästen bedanken. Herzlichen Dank an Vanja Janeva, an Gaga, an Robert Herrmann, an Max Brosa. Wir freuen uns immer wieder mit euch Musik zu machen und mit euch zu tun zu haben. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart beim Osterkonzert dieses Jahr. Und wir kommen nun zum letzten Stück des Abends. Ja, und es könnte passender nicht sein. Es ist ein bisschen, es hat Frühlingsgefühle und es passt vor allem an diesen Ort. Wir sind im Tageslichtstudio Leipzig und es befindet sich im Leipziger Westen, in Plagwitz. Und für diesen wunderbaren Stadtteil, in dem auch Gaga, den ihr gesehen habt, seinen Proberaum habt und hier im Prinzip daneben Schüttelei gespielt habt, für diesen wunderbaren Stadtteil haben wir einen Song geschrieben und damit wollen wir dieses Konzert, dieses Osterkonzert beenden. Wir hoffen, wir sehen euch bald so richtig mit anfassen und mit einem richtigen Konzert wieder. Ansonsten, wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und viel Spaß mit Plagwitz.